Alright, 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 Leute, willkommen zu Pokémon News. Es gibt Update-News zu Pokémon Go. Der Entwickler war auf der Comic-Con und hat so einige Infos vorgestellt, was jetzt noch alles in Pokémon Go reinkommt, was die vorhaben, was aktuelle Sache ist und so weiter. Soll ich im Laufe dieses Videos mal Pokémon sagen statt Pokémon? Dann shut up, Leute. Ich weiß, dass Pokémon keine Mehrzahl hat. Es ist trotzdem bei mir eingebaut, dass nur mal Pokémons ein Mehrzahl ist von Pokémon. Bringt auch nichts, wenn ihr 500 Kommentare schreibt. Ist nun mal so. Auf jeden Fall das Erste, da seht ihr ja schon auf dem Bild. Es ist bekannt, wie die drei Teamleader aussehen. Bisher, wenn man in ein Team gespielt hat, hat man immer nur so eine Silhouette gesehen von Team Rot, Blau und Gelb und so weiter. Und jetzt weiß man, wie die aussehen. Zum Beispiel bei Team Rot ist es Candela, weiblich, Leggings, Rot, sieht badass aus, wenn ihr mich fragt. Bei Team Blau, aka Mystique, ist das Blunch. Ich werde die Brunch nennen. Ohne Scheiß. Ihr werdet mich nicht aufhalten können. Ich werde die Brunch taufen. Ihr werdet es nicht verstehen. Ich werde dafür viel Hass bekommen, weil ich üblicherweise immer sehr viel Hass dafür bekomme, wenn ich Eigennamen für bestimmte Charaktere nehme. Aber nichtsdestotrotz, Brunch für Team Blau. Auch weiblich. Wir haben zwei weibliche Teamleader nur so nebenbei. Das heißt, wenn ihr im Team Rot seid, habt ihr die Badass hier Candela. Wenn ihr im Team Blau seid, habt ihr die Badass Brunch mit Liederin. Das versteht keiner. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das lustig findet mit dem Brunch. Und Team Gelb hat den einzig männlichen Mitglied, beziehungsweise Teamleader, und das ist Spark. Erinnert mich an Sparky. Ist wahrscheinlich genauso ein Rotzer, macht so einmal Blops und zack, sind alle Pokémons tot. Und falls ihr Sparky nicht kennt, das kommt aus Clash Royale. Ja, wie auch immer. Das sind auf jeden Fall die drei Teamleader und die sollen wohl eine größere Rolle noch in dem Spiel bekommen. Aktuell wählt man ja nur ein Team aus und das war's. Aber diese Teamleader sollen da irgendwie noch eine größere Rolle in dem Spiel bekommen, so dass die einen irgendwie leiten. Vielleicht gibt es auch irgendwo eine Arena, wo die quasi drinnen sind und die man besiegen muss. Wäre auf jeden Fall cool, ist aber jetzt nur eine Vermutung von mir. Das nächste Feature, was sie einbauen wollen, ist, dass man Pokestops modifizieren kann, beziehungsweise auch anpassen kann. Zum Beispiel ein Pokécenter kann man draus machen, so dass man seine Pokémons heilen kann. Und wahrscheinlich auch noch andere Dinge, die ihr jetzt nicht erwähnt haben. Die haben nur gesagt, man kann die anpassen zu sowas ähnliches wie Pokécenter. Wäre auf jeden Fall sau cool, weil aktuell gibt es keine Pokécenter. Wenn man irgendwie in Pokémon Arena war, dann sind nur die Pokémons tot oder halbtot. Und man muss sie alle aufwendig heilen. Und so ein Pokécenter wäre schon ziemlich cool. Wird auf jeden Fall der Welt so ein bisschen Interaktivität verleihen, was auch Pokestops angeht. Nicht das nur, dass es irgendwelche Item-Spawner sind, sondern auch vielleicht einfach mal ein Pokestop, beziehungsweise irgendein Tauschcenter und so weiter, was auch ein Feature ist, was die einbauen wollen. Haben sich ja schon sehr viele gewünscht, ich auch unter anderem. Pokémon gehört nun mal dazu, dass man Pokémon mit anderen tauschen kann. Die Tauschfunktion gehört zu Pokémon ja schon eigentlich dazu. Es muss dazu gehören, dass das Trainer ihre Pokémon miteinander tauschen können, so dass was man nicht hat, von einem bekommt und der andere bekommt etwas, was er nicht hat und so entsteht halt ein cooles Tauschnetzwerk. Natürlich wollen die auch noch ein paar Bugfixes machen, zum Beispiel der Drei-Schritte-Bug, der aktuell in dem Spiel drin ist, dass jedes Pokémon drei Schritte entfernt ist, egal wie nah es ist, wollen die fixen. Hoffentlich schneller als die planen oder allgemein schneller. Die sind doch schon recht lahm, der Entwickler, finde ich. Das liegt aber daran, dass die aktuell ihre Server optimieren. Die wollen ihre Server stabil machen, bis die ganzen Spieler endlich mal flüssig zocken können, ohne Abstürze und so weiter. Klingt bisher mäßig, würde ich sagen. Jedes Mal, wenn ein neues Land Pokémon erhält, beziehungsweise Pokémon Go erhält, wo man das spielen kann, krachen alle Server von der ganzen Welt zusammen. Das beruhigt sich dann so ein, zwei Tage später wieder und dann wiederholt sich das, bis das nächste Land dazu kommt und das nächste und so weiter. Und darauf konzentrieren die sich aktuell. Deswegen kommen aktuell nicht so viele Features rein. Nachdem das alles okay ist, bringen die das Update raus und dann crashen die Server wieder, weil jeder dieses Update installieren wird, um zu testen, was Neues reingekommen ist und so weiter und dann krachen die Server wieder zusammen. Schön ist das. Na, auf jeden Fall, als letztes, was sie noch angesprochen haben auf der Comic-Con, sind die legendären Pokémon. Es gibt viele Gerüchte, tausende sogar Gerüchte, von wegen, dass es ein Mew gibt in dem Spiel, ein Mewtwo, dass es die nur an einem bestimmten Spot gibt. Manche haben sogar gesagt, dass sie irgendwie auf Mount Everest eines dieser legendären Pokémon finden kann und so weiter. Auf jeden Fall, es gibt tausende Gerüchte. Fakt ist aber, aktuell gibt es die nicht. Sagt der Entwickler. Es kann sein, dass sie einprogrammiert sind, aber aktuell kann man die wohl nicht freischalten. Wirklich viel Informationen geben die nicht zu den legendären Pokémon, aber die legendären Pokémon, die mit dem Team zusammenhängen hier, Zapdos, Arctos und Lavados und so weiter, die sollen wirklich für das Team gelten. Sprich, wenn ihr in Team Rot seid, habt ihr die Chance auf einen Lavados, aber wenn ihr in Team Blau seid, habt ihr nicht die Chance auf einen Lavados und so weiter. Also die sind wohl wirklich teamspezifisch, dass man die finden kann, aber wirklich genauere Infos haben die noch nicht gegeben. Es war aber nur mehr so eine Anspielung, aber man konnte das ja rauslesen, haben die nur so in die Richtung angedeutet. Allgemein sagt der Entwickler, es sind aktuell nur 10% des Spiels fertig, was die noch alles planen. Und man kann gespannt sein, was da noch reinkommt. Wann das Ganze rauskommt, weiß ich nicht. Hat der Entwickler nicht gesagt.
weiß aktuell keiner. Ich vermute mal, das dauert noch einen Monat mindestens. Vielleicht so Ende August können wir damit rechnen. Vielleicht auch zu Gamescom, wer weiß. Hinterlasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Klickt hier oben rechts auf das i bzw. unten in die Playlist. So findet ihr natürlich meine Pokémon Go Videos. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaltet. Reinschaltet. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge... Ich weiß auch nicht, warum ich die ganze Zeit hier so mache. Ist auch egal. Vielleicht so ein bisschen Tiefe, ne? Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Gebt mir Flosse. Flop.